Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Der dritte Spieltag in der Fantasy-Bundesliga steht bereits an. Heute gibt es in der Nordweststaffel eine Konferenz. Wenn ihr keine Lust auf Konferenz habt, dann gibt es auch ganz kurze Zusammenfassung von den Partien. Die Timelinks werden hier gleich auch eingeblendet. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie wild vorspulen, sondern könnt direkt gezielt dahin springen, wohin ihr möchtet. Die Südoststaffel hat heute in Anführungszeichen nur Zusammenfassungen, dafür aber auch etwas ausführlicher. In der nächsten Folge oder übernächsten Folge wird es dann auch in der Südoststaffel mal eine Konferenz geben, aber das ist halt unfassbar zeitaufwendig und deswegen kann ich das halt auch nicht in jeder Folge gewährleisten. Durch den Coronavirus, ich sag das schlimme Wort jetzt einmal, habe ich allerdings ein bisschen mehr Zeit, deswegen geht das noch einigermaßen in Ordnung. Aber ich will eigentlich gar nicht mehr lange rumlabern. Bleibt sportlich fair in den Kommentaren, insbesondere jetzt, wo Dortmund gegen Schalke spielt. Scheiß dies, scheiß das, möchte ich alles gar nicht lesen. Aber das wisst ihr eigentlich auch, wenn ihr nicht gerade neu auf dem Kanal seid. Ansonsten wisst ihr das jetzt. Nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die immer fleißig reinschalten. Daumen nach oben, Abo, bla bla bla. Aber wirklich vielen Dank, das freut mich auf jeden Fall, dass diese Bundesliga-Pause aktuell nicht dazu führt, dass mein Kanal komplett verkackt. Also kann natürlich jetzt immer noch passieren in den nächsten Wochen und Monaten, aber jetzt aktuell möchte ich mich einfach bedanken. Kuss geht raus an alle, die es auch einfach nur schauen, die auch einfach nur einmal kurz reinschauen und nach 10 Sekunden wieder wegschalten. Die hören das hier gar nicht, trotzdem auch danke an die Leute. Aber ja, am meisten freue ich mich natürlich über die, die sich alles reinziehen, aber manche haben einfach nicht die Zeit dafür. Aber ich gerate hier gerade in einen Redeschwall, den ich eigentlich gar nicht machen möchte. Fast 2 Minuten verlabert. Jetzt geht's aber los mit der Konferenz. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und ja, jetzt geht's los. Bis später. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der Konferenz der Nordweststaffel. Wir haben heute einige interessante Partien im Angebot, aber der Fokus, ja, möglicherweise liegt da hier im Westfalenstadion oder neudeutsch auch Signal Iduna Park genannt. Der FC Schalke 04 ist zu Gast und das ist im Duell gegen den BVB immer eine ganz besondere Sache. Aber es wird ja auch noch in 4 anderen Stadien parallel Fußball gespielt. Das wollen wir uns ebenfalls anschauen. Ab auf die Bielefelder Alm. Wo die Fohlen zu Gast sind, Borussia Mönchengladbach gibt sich die Blöße. Am letzten Spieltag konnten sie sich einen Sieg holen gegen Eintracht Braunschweig. Bielefeld hat wieder Gutmachung vor nach dem späten 1:0 gegen den FC St. Pauli. Dort konnten sie nichts mitnehmen, anders als die Kölner im Rhein-Energie-Stadion. Korrekt, denn die holten sich 3 Punkte und das auch verdient. In Gelsenkirchen beim FC Schalke 04 konnten sie 2:0 von dannen ziehen. Eintracht Braunschweig wartet noch auf den ersten Sieg, hat hier heute eine schwierige Aufgabe vor sich, aber unmöglich ist in dieser Liga überhaupt nichts und wir schauen mal nach Bremen. Wo der FC St. Pauli zu Gast ist, heißt beide Hamburger Mannschaften für den SV Werder Bremen in Folge. Der FC St. Pauli gewann spät gegen Bielefeld, eben schon angesprochen mit 1:0. Und um die ganze Konferenz hier rund zu machen, schauen wir noch einmal vor dem Anpfiff in Hamburg vorbei. Da ist der HSV nämlich noch dabei, hat den VfL Bochum zu Gast im Volksparkstadion. Wir blicken noch einmal kurz auf die Aufstellungen. Die Gesichter sind da, die Namen fehlen, aber dem geläufigen Zweitliga-Gucker werden diese Gesichter durchaus etwas sagen. Keine großen Überraschungen dabei. Starten wollen wir die Konferenz jetzt aber beim Derby. Der BVB stößt an in den schwarz-gelben Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. 5 Partien haben wir also heute parallel im Angebot. Und der BVB, der wartet auf den ersten Sieg. 2 Unentschieden haben sie aktuell auf dem Papier zu stehen. Ein spätes 2:2 gegen den VfL Bochum am Ende des letzten Spieltags machte für sie die Sache durchaus rund. Dortmund in Tor in Bielefeld. Ballbesitz und das erste Tor der Konferenz in Bielefeld. Also los. Die Gastgeber führen Marcel Hartl in der 5. Spielminute mit dem 1:0 für die Arminia. Ein wunderbarer Start für den deutschen Sportclub. Edmundson legt rüber. Da ist Marcel Hartl
und aus 11 Metern leicht versetzter Position zum 11-Meter-Punkt sticht er dann zu, vorbei an Jan Sommer zum 1:0 für die Arminia. Das ist ein Auftakt nach Maß, wie man ihn sich nur so vorstellen kann. Für Borussia Mönchengladbach sieht es logischerweise ganz anders aus. Das hätte man sich Tor in Köln erhofft. Der nächste Treffer ab nach Köln. Die Gäste führen. Eintracht Braunschweig. 7. Spielminute. Nick Proschwitz mit dem 1:0 für Braunschweig. Das ist mehr Willi Biancardi, der den Ball zu lange halten kann. Dann hat er das gute Auge für Proschwitz. Tor in Dortmund. Und der schlägt zu. Und wir haben den dritten Treffer in der Konferenz. Keine 10 Minuten gespielt. 1:0 für den BVB. Und es ist Erling Haaland, der den Treffer markiert. Der BVB jubelt. Der BVB kann sich freuen. Reus liegt auf. Nübel etwas zu unsicher beim Rauskommen. Dann entscheidet er sich für den Schritt zurück. Und das wird bestraft. Todibo kommt einen Schritt zu spät. Dortmund führt, hier waren wir schon. Wir schauen mal in Bremen vorbei. 8 Minuten hier auch etwa von der Uhr der SV Werder Bremen in der gegnerischen Hälfte zumindest mal festgesetzt. Wir warten auf eine gute Torchance. Osako gegen Østigard, das ist ziemlich robust, was der Innenverteidiger da macht, aber scheinbar mit lauteren Mitteln. Also von daher möchten wir uns mal nicht beschweren. Der Schiri stand auch nicht allzu weit weg von dieser Szene. Der erste Angriff von St. Pauli wird jetzt aber auch im Keim erstickt. Dennoch Braun-Weiß nun doch im Vorwärtsmarsch. Finn Ole Becker wird von hinten attackiert, aber nicht resolut genug. Pauli bleibt im Ballbesitz. Rico Benatelli zu Fährmann, der nochmal raus. Gyökeres mit der Flanke. Da steht er links außen dann aber auch im Abseits. Ja, das ist richtig erkannt. Hier steht es 0:0. Wir schauen mal nach Hamburg. Hier steht es ebenfalls 0:0. Gamboa mit dem Ballverlust. Adrian Fein, Van Drongelen, da versuchen sie sich spielerisch hinten zu lösen. Heuer Fernandes spielt da so ein wenig mit dem Feuer, aber das wird belohnt mit einem saftigen Raumgewinn. Lukas Hinterseer raus zu Bayer. Die Flanke wird länger und länger und da ist Aaron Hunt. Der Captain schlägt zu. 20. Minute, das 1:0 für den Hamburger Sportverein. Sie werden belohnt, dass sie es hinten mit Risiko rausspielen. Super Flanke von Bayer. Der Kopfball von Hunt ist okay. Manuel Riemann, müssen wir da nochmal drauf schauen? Ja. Gut, das sieht alles andere als glücklich aus, was der Bochumer Schlussmann da macht. Sagen wir mal so, an einem guten Tag hält er den, an einem schlechten hält er ihn mit Glück, aber wir wollen das Positive sehen. Der HSV hat einen Treffer erzielt, es steht 1:0, also positiv, dass ein Treffer erzielt ist. Aus neutraler Sicht ist es ja egal, wer den erzielt, aber jetzt haben wir auch hier ein Tor. Wir schauen mal wieder zum Derby. Der FC Schalke 04 konnte mit dem Rückschlag ganz gut umgehen, ist trotzdem gut in der Partie. Und wir haben jetzt Bastian Utschipka hier auf links außen. Der nimmt Suat Serda mit, der dreht sich einmal auf. McKennie plötzlich viel Freiraum, da auf der Seite und in der Mitte noch mehr Platz. Und der Ausgleich. 26. oder was? Schon die 27. Minute. Das 1:1 durch Amine Harit. Vorgelegt von Benito Rahman. Der Gästeblock freut sich, ist in Ekstase. Ich dachte, da wird es vielleicht über die rechte Seite gehen, aber das durch die Mitte war noch genialer. Alessandro Schöff mit seinem Laufweg macht da in der Mitte den Weg frei. Und Birki kann da nichts mehr anstellen. Es steht 1:1 im Derby. Und das geht auch so in Ordnung. Die Statistiker sagen 26. Spielminute. Dann nehmen wir das Ganze natürlich auch mal
so hin. Beide Mannschaften jetzt also gleich auf. Borussia Dortmund muss wieder eine Schippe zulegen, weil Schalke doch richtig gut abliefert bis dato. Halbe Stunde gleich gespielt, das lässt sich doch bislang gut anschauen. Tor an Bielefeld. Und der nächste Treffer an Bielefeld, auch der Ausgleich oder die Erhöhung? Bielefeld schlägt wieder zu, 30. Minute, das 2:0 für die Gastgeber. Borussia Mönchengladbach, man möchte nicht sagen, wie von allen Sinnen, aber unstrukturiert, mindestens. Marcel Hartl, Doppelpack. Viel Platz in der Mitte, kann dann ein bisschen mit dem Ball gehen und dann wuchtet er ihn aufs Gehäuse von Jan Sommer. Der streckt sich, kann sich strecken, wie er will, aber kommt nicht mehr ran. Also, 2:0 für Bielefeld. Wie sieht's denn in Köln aus? Können die Geißböcke zurückkommen? Könnten sie theoretisch, aber was Braunschweig macht, ist deutlich ansehnlicher. Biancardi, diese Szene jetzt mal zur Abwechslung nicht von Erfolg gekrönt, aber eben gab's noch eine super Chance. Marvin Poirier, aber der scheitert an Timo Horn. Vor wenigen Augenblicken war das. Also die Chance zur 2:0-Führung war auf jeden Fall da. Aber Sie sehen das. Biancardi, der läuft da vorne fast stoisch an, obwohl er überhaupt keine Chance hat, zum Ball zu kommen. Trotzdem hat Braunschweig schon wieder den Ball. Becker und Bär. Marcel Bär. Wichtig, dass Borno da aufpasst. Aber wieder Bär. Und da ist auf dem zweiten Pfosten Biancardi komplett frei. Und haben Sie gerade im Hintergrund gesehen, wie sich Timo Horn aufgeregt hat. Der ballt die Faust und staucht seine Mannschaft zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Biancardi mit dem 0:2. Und jetzt ist auch der Frust bei Horn angekommen. Das ist auf jeden Fall kein Torhüterball, dementsprechend der Frust auch zu verstehen. Biancardi wird da aus den Augen gelassen, könnte Skiri gewesen sein, der da den Fehler macht. Tor in Bremen. 2:0 hier, das erste Tor in Bremen. Auch für die Gäste, 38. Minute, Waldemar Sobotta schlägt zu. Und somit ist jedes Spiel jetzt von einem Treffer, mindestens einem Treffer, gekrönt. Der Ball von Toprak aufgelegt. Sobotta kommt von hinten mit vollem Risiko und zerschießt fast das Netz von Bremens Gehäuse. Die Nummer 28 schlägt zu. Und das sieht gut aus für den FC St. Pauli. Und Werder Bremen, sie hat ein bisschen mehr vom Spiel, aber schafften es einfach nicht, gute Tormöglichkeiten zu kreieren. Jetzt haben wir sie noch 5 Minuten bis zum Seitenwechsel. Vielleicht schaffen sie in der Zeit ja etwas zu reißen. Selke raus zu Ludwig Augustinsson. Aber gut aufgepasst, da wird auch von Sobotta nach hinten gearbeitet. Wir schauen nochmal nach Hamburg. Wo wir, als wir das letzte Mal live gegangen sind, den Treffer gesehen haben. Der HSV hat sich den erarbeitet und auch verdient. Bochum geht vorne jetzt ein bisschen früher drauf oder deutlich früher. Doch wirklich brenzlig wurde es bislang noch nicht für Daniel Heuer-Fernandes. Fein, das muss man sich auch nicht unbedingt erlauben, so einen Ball. Und Jule, oh Mann, Hinterseher. Gibt's noch eine Chance? Nein. Von zu vielen Fehlern geprägt hier diese Partie. Der HSV führt mit 1:0 verdient, aber da muss auch noch ein bisschen mehr kommen. Sonst kann Bochum auch noch zu Tor in Dortmund rückschlagen. Und der dritte Treffer in Dortmund. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff, das 2:1 für den FC Schalke 04. Die Partie ist gedreht. Das erste Tor noch genau andersrum gefallen. Das legte Rahman für Harit auf. Jetzt ist es der Marokkaner, der serviert für Benito Rahman. Tunnelt Roman Bürki hinein ins Glück. 2:1 für Königsblau. Der BVB hatte
mit dem 1:0 die Trümpfe allesamt auf der Hand, aber ließ sie sich dann relativ einfach noch eben aus den Händen nehmen. Das dürfte jetzt hier der in Stein gemeißelte Pausenstand sein. So ist es auch. Die letzte Partie, die jetzt auch in die Katakomben geleitet wird. Es steht 1:2, noch genug Zeit für den BVB zurückzuschlagen. Aber das war jetzt vor dem Pausenpfiff doch nochmal ein Paukenschlag. Schalke führt hier mit 2:1. Wir schauen in der Pause einmal kurz auf die Zwischenergebnisse und dann kann es eigentlich gleich schon weitergehen. Jo, dann sind wir einmal ganz kurz in der Halbzeit. Hier seht ihr einmal im Überblick alle Ergebnisse nach 45 Minuten. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschalten und wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten nehmt das Ganze hier sportlich. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Durchgang der Konferenz und viel Spaß dabei. Zurück in der Konferenz. Arminia Bielefeld führt hier mit 2:0 in der heimischen Schüco Arena gegen Borussia Mönchengladbach. Von denen muss jetzt noch einiges mehr kommen. Bisschen gerade sinnbildlich. Stindl versucht mit dem Kopf durch die Wand zu kommen, aber verliert dann den Ball viel zu einfach an der Bielefelder Defensive, die super arbeitet und quasi nichts zulässt. Und nach vorne ist es ebenfalls gut. Nächste Möglichkeit, Jonathan Klaus, aber stand dann auch im Abseits. Die Fahne ging dann hoch, wenn man sich das nochmal anschaut. Ja, dann bleiben da eigentlich auch keine Fragen offen. Klare Sache, Abseits. Auch wenn die Kamera etwas spät pausiert, wir schauen nach Köln. Für Köln ist die Lage ähnlich aussichtslos für Borussia Mönchengladbach, aber zumindest spielen sie im eigenen Stadion. Das kann vielleicht Kräfte mobilisieren. Florian Kainz rechts außen unterwegs mit Isibue. Braunschweig zieht sich gerade etwas zurück und jetzt kommt der rechte Verteidiger aus der Abseitsposition. Korrekt entschieden. Ziegele da in der Mitte steht zwar recht tief, hebt es aber trotzdem nicht auf. Somit steht es hier weiterhin 0:2. Sehen wir nochmal die Wende. Wir dürfen gespannt sein. Schauen hier nochmal drauf. Auch da der Ballverlust. Und gucken ins Weserstadion. Wo der SV Werder Bremen nun gefordert ist. Der dritte Spieltag und noch haben sie keinen Dreier einfahren können. Heute sieht es auch wieder nicht so gut aus. Augustinsson. Langsam müsste der Ausgleich nämlich mal her. Milot Rashica wird von Zander gestört und dann gibt es sogar Abstoß. Das ist natürlich richtig bitter. Aber vielleicht jetzt mit ihm. Claudio Pizarro kommt rein. Gut, ob man Milot Rashica runternehmen muss, sei mal dahingestellt. Aber vom Kommentatorenplatz lässt sich das einfacher sagen als unten von der Trainerbank. Ansonsten macht der FC St. Pauli das hier nach wie vor ganz gut. Und den Treffer nehmen wir mit. Da ist sie, die Hoffnung. 63. Minute, Florian Kainz mit dem Anschlusstreffer. Das war ein zähes Ringen, bis der Ball dann endlich über die Linie gebracht wurde. Fejzić noch mit einer super Tat. Aber Florian Kainz reagiert am schnellsten, da mit dem Seitfallzieher noch leicht aufgesetzt. Überhaupt nichts mehr zu halten. Hier steht es 1:2, aber wir waren in der zweiten Hälfte noch gar nicht in Dortmund. Das wollen wir jetzt sofort nachholen. Apropos nachholen, der BVB hat hier ein bisschen Bedarf daran. Dennoch liegen sie zurück und wollen hier sicherlich nicht verlieren. Schalke macht das aber gut, lässt wirklich quasi gar nichts mehr zu. Und kann kleinere Nadelstiche nach vorne setzen. Wir hatten aber jetzt im zweiten Durchgang noch keine einzige Tormöglichkeit. Das ist ein bisschen schade. Jetzt vielleicht Benito Rahman legt sich den Ball vorbei. Zagadou von der Seite rein. Es wird auch etwas hitziger und heißer. Aber überhart ist es nicht. 69. Minute. Jetzt mal die Verwarnung für dann Axel Zagadou. Dann gibt es auch einen Wechsel und einen Hazard. Tor in Bremen. Bereit. Guerrero geht. Gregoritsch geht und Burgstaller kommt. Wir kommen jetzt nach Bremen.
Das 2:0 für die Gäste, Nackenschlag für den SVW. Viktor Gyökeres nach diesem haarsträubenden Fehler. Das darf nicht wahr sein. Dann wird schnell geschaltet, gegen die Laufrichtung abgeschlossen. Und Pavlenka sieht nicht gut, relativ alt aus, aber ja, gegen die Laufrichtung ist man dann manchmal auch machtlos. So blöd sich das dann auch anhört. Sieht nicht gut aus, aber viel zu machen. Tor in Hamburg! Eigentlich nicht. Tor in Hamburg, na, ist das der Ausgleich? Nein, es ist die 2:0 Führung für die zweite Hamburger Mannschaft in der Konferenz. Ob man da jetzt provokant vor die Gästekurve laufen muss, möchte ich mal in Frage stellen, aber die Freude ist eben größer als der Gedanke daran, wo ich jetzt juble. Bakary Yatta hat's gemacht. Geniestreich von Kittel mit dem Pass. Und kurz vor Manuel Riemann lässt er sich da nicht mehr beirren. Schlägt zu, unten links geht der Ball rein. Knapp über 20 Minuten noch zu spielen. Das dürfte jetzt eine ganz schwierige Aufgabe Tor in Köln. Für Bochum werden. Und jetzt schauen wir nach Köln. Sie haben es geschafft. Aus 0-2 macht 2-2 Elias Skiri. Benno Schmitz mit viel zu viel Platz. Diese Flanke mit Efe ist perfekt getreten. Gut, Fejzić irrt da auch ein bisschen rum durch seinen 5-Meter-Raum, aber der Spin dieser Flanke ist Weltklasse. Der Kopfball von Skiri setzt der Torte die Kirsche auf. Hier steht es 2:2. Wir wollen noch mal nach Bielefeld schauen. Hier dürfte alles klar sein, es sei denn, Gladbach kommt jetzt nochmal durch Pieper. Köpft da hinten eigentlich fast alles raus. Und dass Fabian Klos vorne den Ball gut festmachen kann, ist keine Neuigkeit. Reinhold Jabo treibt den Ball sehr lange. Und das ist eine Kopie fast vom Treffer, gerade aus Köln. Nur, dass es hier jetzt 3:0 steht. Flanke von der linken Seite. Und Sebio Soku schlägt zu. Läuft durch. Macht einen minimalen Sprung. Nickt das Ding ein. Vorbei an Jan Sommer. Perfekt platzierter Kopfball. Und ohne zu übertreiben, fast ein kleines Gemälde, dieser Treffer. Nicht wunderschön, aber einfach perfekt gemacht. Es steht hier 3:0. Es ist Tor in Bremen. Allerspätestens jetzt alles klar. Auch in Bremen. Absolut. Sobotta holt den Hammer raus und haut die Nägel in den Sack für den SV Werder Bremen. Klingt martialischer als es ist. Im Prinzip ist es einfach nur ein wunderbares Tor. Der Ball, dem Sobotta hier eigentlich ja nicht gut behandelt, der springt hoch. Dann trifft er ihn perfekt. Nicht ganz unähnlich zu seinem ersten Treffer. Der hier war jetzt noch etwas schöner. Moisander kommt fast noch mit dem Ellenbogen ran. Hätte dann auch Elfmeter eventuell rot gegeben. Also hier ist alles klar. Es steht 3:0 für den FC St. Pauli. Fährmann verlässt das Feld, Diamantakos kommt, Torschütze vom Spiel gegen Bielefeld. Jetzt nochmal nach Dortmund. Dortmund probiert es, Dortmund will es erzwingen, aber es will einfach nicht klappen. Schalke steht da so stabil hinten. Nach wie vor keine Tormöglichkeit. Weder links noch rechts und bei diesem Spielstand kann man das nur Schalke als Kompliment auslegen. Es ist ärgerlich für Dortmund. Jetzt wird auch noch mal ein bisschen Beton angerührt. Mascarell kommt für Alessandro Schöpf, der das Feld verlässt. Knapp 10 Minuten vor dem Ende. So langsam kommen wir in die Lucky Punch Zeit. Nastasic geht ins Risiko. Haaland zu Reus. Bleibt noch in Ballbesitz gegen Weston McKennie, lässt sich dann aber abdrängen. Und Serdar passt auf.
Es ist nicht so, dass sich der BVB nicht reinkämpft, aber stets bemüht ist meistens ein schlechtes, ausgestelltes Zeugnis. Somit ist in der Schlussphase noch alles offen. Wir würden uns melden, schauen jetzt nochmal nach Köln. Und Braunschweig vielleicht nochmal mit der Chance. Aber nein, Ball geklärt. Auch Köln hatte die Möglichkeit, hier die Partie komplett zu drehen. Jetzt ist es hier ein offener Schlagabtausch. Flanke von der rechten Seite. Aber Dominik Drexler passt auf. Wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit. Gibt nochmal zwei Wechsel beim 1. FC Köln. Schmitz unter anderem geht runter. Der hatte den Ausgleich vorbereitet. Zwei Minuten gibt es hier noch obendrauf. Eckball Tor an Bielefeld. Linken Seite. Wir schauen kurz drauf, ansonsten nach Bielefeld. Oh Mann, das tut jetzt echt weh. Borussia Mönchengladbach muss sich tief ins Sofa reinkrallen. In die Sofalehne. Jonathan Kloss legt auf für Fabian Klos. Franzose für den deutschen Mittelstürmer. Ja, hier ist alles klar. Wir schauen nochmal weiter. In den anderen Partien ist der Abpfiff ertönt. Auch hier dürfte es soweit sein. Genau in diesem Moment und damit das Ende in dieser Konferenz. Wir haben einige Tore gesehen. Der HSV schlägt hier den VfL Bochum mit 2:0. Das sind jetzt hier die letzten Eindrücke aus der Konferenz. Und dann freuen wir uns gleich noch auf die kurzen Zusammenfassungen. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Danke fürs Reinschauen. Ansonsten war es das hier vom Kommentatorenplatz. Bis zum nächsten Mal und adios. Dortmund gegen Schalke, ein wunderbares Derby am dritten Spieltag in der Nordweststaffel. Der BVB in den schwarz-gelben Trikots von Beginn an hellwach und gut aufgelegt. Julian Brandt, Axel Witzel, das sind schöne Passstaffetten. Marco Reus zu Haaland, der kommt an den Ball und schlägt eiskalt zu. Siebte Minute, die frühe Führung für die Gastgeber. Nübel weiß nicht, ob er rauskommen soll, entscheidet sich fürs Drinbleiben und das war der Fehler. Königsblau rappelte sich dann auf. Keine halbe Stunde gespielt. Rahman steckt zu Harit durch. Und der Ausgleich. 26. Minute. Nicht unverdient. Beide Teams ebenbürtig. Der Ball vorbei an Birki. Und der erste Durchgang hatte noch ein Highlight zu bieten. Amina Harit zu Benito Rahman. Und die Partie war gedreht. In der zweiten Minute der Nachspielzeit das 2:1 für den FC Schalke 04. Die Gäste waren oben auf und der zweite Durchgang dann von Härte und Kampf geprägt. Schalke ließ quasi nichts mehr zu und der BVB wurde leicht frustriert, dass Benito Rahman, der ist schon vorbei, dann kommt dann Axel Sagadou von der Seite, hält das Bein rein, bekommt zu Recht die gelbe Karte. Der Biss und der Wille war da beim BVB. Es gelang aber zu wenig und so blieb es am Ende beim 2:1. Schalke gewinnt im Signal Iduna Park. Nicht unverdient das Derby. Arminia Bielefeld empfing Borussia Mönchengladbach in der heimischen Schüco Arena und Bielefeld hatte richtig was zu bieten. Von Beginn hier weg die klar überlegene Mannschaft. Jonathan Kloss zu Edmundson. Wunderbar abgewartet, bis Marcel Hartl da ist. Und in der fünften Minute stand es 1:0 für den deutschen Sportclub. Gladbach fand hier einfach nicht in die Partie rein und das zog sich auch weiter durch. Halbe Stunde knapp gespielt, nur Arminia Bielefeld. Edmundson, über den ging wirklich viel. Klos zu Marcel Hartl, Doppelpack. Das 2:0 bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand
Das war mal ein Ausrufezeichen der Gastgeber. Am letzten Spieltag konnte Gladbach noch gewinnen gegen Braunschweig. Heute war hier nichts zu holen, nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Sebi Osoku geht auch ein bisschen zu leicht dann. Gladbach hatte sich mittlerweile aufgegeben. Überragend, was die Gastgeber zeigten. Enttäuschend die Fohlenelf. Und die Partie hatte noch ein Pieper, Edmundson, Klos zu Klos. 4-0, das war jetzt wirklich heftig. 92. Spielminute standesgemäß. Also viel mehr als das, was man sich erwartet hatte. Aber absolut verdient. Auch in der Höhe geht das in Ordnung. Bielefeld schießt Gladbach aus der Schüco Arena mit 4-0. Der erste FC Köln gewann zuletzt das erste Mal in der Nordweststaffel gegen den FC Schalke 04. War man erfolgreich. Braunschweig jetzt zu Gast. Blau-Gelb legte überragend los. Überraschend, wie sie hier dominant auftreten konnten. Biancardi zu Nick Proschwitz. Siebte Minute, das 1-0 für die Gäste. Das war wunderbar gespielt. Dann ins kurze Eck trocken abgeschlossen. Timo Horn kam nicht mehr ran. Es hätte in der Frühphase schon richtig hart und bitter werden können. Das ist Martin Kobylanski. Eine Körpertäuschung. Dann ist Timo Horn da mit einem super Reflex. Trotzdem Braunschweig nach wie vor richtig gut und Köln eher schlecht. Marcel Bär mit der Flanke. Zweiter Pfosten. Biancardi völlig alleine. Und der macht in der 36. Minute das 2-0. Erhöht also für die Gäste. Köln musste jetzt abliefern und im zweiten Durchgang konnten sie das dann endlich auch tun. Über die linke Seite ist das Jakobs, der den Ball treiben kann. Die Flanke in die Mitte gelegt. Fejzić erst mit der Parade. Doch Florian Kainz in der 63. Minute mit dem Seitfallzieher bringt die Geißböcke wieder mitten ins Geschäft. Und Köln wollte den Ausgleich. Córdoba raus zu Schmitz, der ist auch ziemlich alleine gelassen. Flanke auf Skiri und der Ausgleich. 20 Minuten vor dem Ende. Elias Skiri mit dem Ausgleichstreffer. Es gab danach noch Chancen auf beiden Seiten für den Sieg, aber keiner konnte den Ball nochmal über die Linie bringen. So bleibt es am Ende in einer tollen Partie bei einer absolut gerechten Punkteteilung. Der FC St. Pauli schlug am vergangenen Spieltag spät zu gegen Bielefeld. In der 90. Minute holten sie sich das 1-0. Bremen trennte sich im Nordderby gegen den HSV unentschieden. 1-1 hier im Weserstadion. Wollten jetzt mehr drauflegen, aber das erste Wort, was nennenswert war, sprach der Gast vom Kiez. Waldemar Sobotta mit dem 1-0 eine wunderbare Direktabnahme mit dem linken Spann. Pavlenka ohne eine Chance. Und St. Pauli trat gut auf. Der SV Werder Bremen fand nicht rein. Und auch inmitten des zweiten Durchgangs schlichen sich immer wieder Fehler ein. Viktor Gyökeres mit dem 2-0 in der 68. Spielminute. Und das war schon so etwas wie die Vorentscheidung, weil die ganz großen Chancen beim SVW leider ausblieben. Und der FC St. Pauli hatte immer noch nicht genug. Miyaichi zu Sobotta, dem verspringt eigentlich der Ball. Dadurch die nächste gute Chance, eine Direktabnahme aufs Tor zu feuern. Den trifft er auch wieder perfekt. 0-3 ein hartes, ein hohes Ergebnis. Der SV Werder Bremen muss dann am vierten Spieltag schauen, dass sie mal Punkte holen. Zum Abschluss der Nordstaffel schauen wir noch auf die Partie HSV gegen den VfL Bochum im Volksparkstadion. Der HSV hier mit der guten Anfangsphase dominant auftretend und auch verdientermaßen dann mit dem Führungstreffer. 20. Spielminute, Aaron Hunt, ein weiter Flankenball auf den zweiten Pfosten und Hunt nickt das Ding dann ein. Riemann sah nicht ganz gut aus. Im zweiten Durchgang aber die Bochumer nun auch mit von der Partie. Robert Jul gegen Dortmund traf er noch. Jetzt muss er sich Heuer Fernandes geschlagen geben. Sehr gute Chance, den kann man mal verwandeln, aber auch eine gute Reaktion des Hamburger Schlussmanns. Nun wieder der HSV, Luis Schaub, Sonny Kittel, überragender Ball zu Bakary Yatta in der 69. Minute. Dann das 2-0. Und der Deckel auf diesem Duell. Bochum erholte sich nicht mehr.
Somit gewinnt der HSV 2:0 dieses Duell. Hochverdient und schließt damit oben etwas an. Der FC Bayern München möchte sich nach der Pleite gegen den Karlsruher SC wieder erholen. Heute zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg sollte es mit dem Dreier klappen. Das erste Heimspiel für sie im dritten Spiel. Und Leon Goretzka hatte eigentlich einen guten Ansatz dabei. 1:0 liegt hier mehr als nur in der Luft, trifft dann aber nur den Innenpfosten. Dann springt er um ein paar Zentimeter vorbei. Doch die Bayern reagierten hier wirklich gut auf das letzte Spiel. Und dann hat Kimmich diesen Geniestreich erst auf der Brust und dann auf dem Spann. Was für eine Szene. Viel schöner kann ein Tor eigentlich kaum fallen. Doch der 1. FC Nürnberg meldete sich nun auch nochmal zu Wort. Handwerker zurückgelegt. Da ist Johannes Geis. Traf noch zuletzt mit einem Freistoß. Hier setzt er den Linksschuss etwas zu hoch an. Dann war erstmal Pause. Keine unverdiente Führung für die Bayern, doch Nürnberg konnte auf jeden Fall gut mithalten. Und das sah man auch wieder im zweiten Durchgang. Flankenwechsel auf die rechte Seite, da ist Nikola Dovedan, macht da Davis so ein bisschen nass. Sorg wieder raus zu Dovedan. Hanno Behrens, wo ist die Anspielstelle? Er findet sie in Michael Frey, 58. Minute. Der Ausgleichstreffer ging auch so in Ordnung. Manuel Neuer ist noch dran, nicht platziert geschossen von Frey, aber mit genug Druck. Und sogar in der Schlussphase noch die Möglichkeit für die komplette Wendung. 85. Minute, Handwerker nochmal, die Flanke zu Hanno Behrens. Aber zu wenig. Doch die Bayern konnten auch nicht mehr wirklich Maßstäbe setzen. Müssen sich mit diesem 1:1 zufrieden geben. Der 1. FC Nürnberg wird etwas zufriedener damit sein. Unter dem Strich geht das so aber in Ordnung. Eintracht Frankfurt hat Dynamo Dresden zu Gast in der Südoststaffel und wir stellten uns auf eine interessante, aber umkämpfte Partie ein. Jetzt wurde spielerisch aber auch was geboten. Sebastian Rode zu André Silva im Endeffekt über Gacinovic. Das Ganze 13. Minute. 1:0 für Frankfurt. Rode, Gacinovic, André Silva vorbei an Kevin Broll. Touré und Abraham schießt da Terazzino an. Ebert ist aufmerksam. Schmidt. Nochmal zurück, Ebert, fantastischer Ball und das Tor durch Sascha Horvath. 19. Minute, der Ausgleichstreffer. Den legt er elegant vorbei an Kevin Trapp und der passt dann perfekt. Das 1:1, gleichzeitig auch der Halbzeitstand, wusste durchaus zugefallen, diese Partie. Vielleicht sogar etwas besser als das, was man erwartet hatte. Und der zweite Durchgang hatte dann richtig viele Chancen zu bieten. Hier erstmal Dynamo Dresden. Petrak. Terazzino zu Schmidt. Und das muss es natürlich sein. Ebert, der nochmal mit dem Kopf es versucht. Aber das, ja, war super von Kevin Trapp. Trotzdem, das kann die Gästeführung sein. Aber auch Frankfurt wusste hier zu gefallen. Ilsanka, André Silva zu Gacinovic. Immerhin kein Problem für Kevin Broll, den kann er festhalten. Trotzdem war das nicht verkehrt. Jetzt gerade eben eine bessere Phase der Frankfurter. Kamada! Aber Kevin Broll, der wieder aufpasst. Er kann ihn diesmal nicht festhalten, aber entschärft ihn trotzdem. Lenkt ihn an die Außenstange der Netzhalterung. Aber die letzte Chance hatte Dynamo. Sollte jetzt der Treffer noch gelingen? In letzter Instanz hat Kevin Trapp etwas dagegen und hält seiner Eintracht den Punkt fest. Super, wie er den rausholt. So bleibt es auch hier beim 1:1. Eine Punkteteilung, mit der beide Mannschaften wohl leben können.
Der KSC landete einen Erfolg über den FC Bayern München am vergangenen Spieltag. Nun war der TSV 1860 München zu Gast, das heißt mal wieder ein Gast aus München. Man hatte, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht. Wild schlägt den Ball jetzt in die Mitte, da ist Sascha Mölders. Und das war jetzt aus Karlsruher Sicht eher unglücklich, aber stark gespielt natürlich. Sascha Mölders lässt sich sowas dann nicht entgehen. Das 1:0 für die Gäste. Auch absolut in Ordnung, doch der KSC drückte danach auf den Ausgleich. Enes Benhatira mit der Flanke, da ist Philipp Hofmann, der auch an den Ball kommt mit dem Kopf. Ihn aber etwas zu platziert setzen will. Ist nicht einfach zu nehmen, Hiller sieht das und kann locker abwarten. Immer noch nicht Pause, nochmal der KSC. Şamoğlu über rechts mit Manuel Stiefler und Gross. Philipp Hofmann mit der Flanke, da ist Marvin Vanicek und das ist der Ausgleich. 43. Minute, guter Kopfball, Hiller kommt nicht mehr hin. Und so stand es nach 45 Minuten erstmal unentschieden. Das war auch so in Ordnung, weil der KSC nach dem Rückstand durch Sascha Mölders richtig auftrumpfte. Freistoßposition jetzt, einige Minuten nach dem Wiederanpfiff. 23 Meter Torentfernung. Marvin Vanicek! Ein super Tor. Doppelpack vom Mittelfeldmann, hat sich Selbstvertrauen erarbeitet durch seinen ersten Treffer. Das sieht man in dieser Aktion. Nun wieder die Löwen. Lange war nicht zu sehen, dann aber sticht Stefan Lex zu. 72. Minute. Die Partie wieder pari pari. Somit die Möglichkeit auf ein offenes Ende. Die letzte Chance hatte aber der KSC, die Möglichkeit zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Şamoğlu bringt auch die Flanke auf den zweiten Pfosten, aber etwas zu weit gezogen. Enes Benhatira kommt nicht mehr optimal hinter den Ball und trifft dann nur das Außennetz. Somit bleibt es beim 2:2. 4 Tore gleichmäßig und auch gerecht verteilt. Das war richtig unterhaltsam, was wir hier gesehen haben. Beide bekommen einen Punkt. Der VfB Stuttgart empfing den 1. FC Kaiserslautern. Beim VfB ist noch Luft nach oben da. Hier wollte man sich beweisen. Das ist Silas Wamangituka. Der wird von Bachmann gelegt. Knapp 13 Minuten hier von der Uhr und es gab Strafstoß. Das war unstrittig, wenngleich Silas da etwas theatralisch abhebt. Chance für Mario Gomez. Lässt er sich nicht nehmen. Unten links rein das Ding. 13. Minute. Das 1:0 für die Schwaben. Und gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Man konnte zufrieden sein, was man hier sah vom VfB. Das war ein ganz anderes Gesicht als noch zuletzt gegen den FC Hansa Rostock, als man hier 2:0 zu Hause verlor. Und die Roten Teufel, sie gewannen ja mit 2:0. Wollten hier jetzt auch was mitnehmen. Thiele kommt nicht durch. Sickinger zu Thiele. Naja, Abseitsposition sowieso. Kobel wäre aber auch aufmerksam. Und auch da gewesen. Die Zeit lief so langsam davon. Pick mal mit einer Flanke etwas zu weit gezogen. Zuck! Und das war mal eine richtig gute Tat. Kobel fischt den raus. Ganz wichtige Szene. Der hätte fantastisch gepasst. Aber nochmal eine Standardsituation. Erst die Parade von Kobel, aber Kevin Kraus, der nachsetzt in der 81. Minute. Noch der Ausgleich und so blieb es auch. Eine gute zweite Hälfte beschert dem 1. FC Kaiserslautern durchaus verdient einen Punkt. Zum Abschluss des dritten Spieltags empfing der FC Hansa Rostock den SV Waldhof Mannheim in der heimischen Arena im Ostseestadion. Waldhof Mannheim ist gut in der Saison drin. Valmir Soleimani hier auch mit der ersten Flanke. Hofrath
Nun ja, eine kleine Annäherung, mehr war es hier von der Nummer 31 noch nicht. Doch die Waldhöfler, sie zeigten hier eine gute Leistung, eine gute Partie. Neidhardt verliert den Ball an Korte, der gut nachsetzt. Sulaimani zu Ferrati und Markus Kolke, der anpacken muss, greift über und fischt den raus. Der hätte vermutlich im Winkel sitzen können. Jetzt mal eine Standardsituation vielleicht und Neidhardt auf der Linie, Konrad, der nachsetzt. Dicke Chance hier, aber wieder Kolke und Neidhardt im Zusammenspiel, die Szene entschärfen können. Die letzte Szene im ersten Abschnitt gehörte auch den Gästen. Ferrati zu Sulaimani und Kolke abermals in der überragenden Position. Das macht er gut. Den Eckball konnte er nicht verhindern, aus dem resultierte allerdings nichts. Dann war erstmal Pause. Glück für Rostock, dass es 0:0 stand. Das war eine super Partie von den Gästen, von den Gastgebern. Hatte man sich durchaus mehr erwarten können, insbesondere nach dem Sieg zuletzt über den VfB Stuttgart. Jetzt wieder Mannheim und nun hatten sie auch ihren Treffer. 61. Minute, Arianit Ferrati. Nicht das erste Mal, dass er zuschlägt. Und jetzt die Führung für die Gäste. Aber dann wachten die Rostocker auch auf. Hofrath klärt ihn unzureichend. Pepic zu Breyer. Und in der 90. Minute der Ausgleich im letzten Atemzug. Doch noch der Treffer. Sehenswert vorbei an Königsmann. Absolut schmeichelhaft, aber wenn man am Ende das Resultat hat, hat man wohl auch recht. Rostock holt sich glücklich in letzter Minute noch einen Punkt gegen Waldhof Mannheim. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. 3 Spieltage haben wir schon geschafft. Eventuell in der nächsten Folge dann schon die Konferenz in der Südoststaffel. Bin ich nicht ganz sicher. Ansonsten vielleicht in der übernächsten. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und adios.